Ein geselliger Abend mit großartigem Programm. Anfang September kamen die Heidesheimer im Schönbonner Hof zusammen, um ihre Erntekönigin und ihre zwei Prinzessinnen zu wählen. Wer wird die neue Heidesheimer Erntedankkönigin? Gewählt wurde sie im Schönbonner Hof. Ein reichhaltiges Programm umrahmte die Wahl der Königin und ihre Prinzessinnen. Judith Henrich und Kami Ultimate führten humorvoll durch den Abend. Wir haben ganz viel Spaß mit unserem Programm und hoffen, dass wir alle einen tollen gemeinsamen Abend haben werden. Und da stehen sie, die drei Mädels. Amelie Ecke, Nathalie Konrad und Lona Lichtl, die sich dem Publikum zur Wahl stellten. Hat unsere liebe Luna heute einen 18. Geburtstag? Wie immer aber brachte die Sängervereinigung 1886 zuvor zur Einstimmung einige Lieder zu Gehör. Hören wir einmal hinein, wie die drei Kandidatinnen sich präsentierten in ihren hübschen Dirndl. Von dir, wer du bist. Ja, hallo, guten Abend. Ich bin Amelie Ecker, bin 19 Jahre alt und wohne schon seitdem ich denken kann hier mit meinen Eltern und meinem Bruder in unserem schönen Heidesheim. Ich habe auch hier den katholischen Kindergarten besucht, danach war ich hier in der Grundschule und ja, anschließend hat mich dann nach Mainz verschlagen auf die Maria Bad. Ansonsten lässt sich zu meiner Person sagen, dass ich schon immer ein Mensch war, der gerne unter Leute geht und daher viel unterwegs ist. Wenn meine Eltern fragen würde, bin ich öfter unterwegs als zu Hause. Aber nur, weil es auch schön ist, immer wieder nach Hause zu kommen. Ne? Ja, genau. Ich heiße Nathalie Konrad, ich bin 20 Jahre alt und bin erst in der zweiten Klasse nach Heidesheim gezogen. Tatsächlich hat aber meine ganze Familie schon immer in Heidesheim gewohnt, vor allem auch die Familie von der Seite Arnold. Ich weiß nicht, wo ihr seid, aber hallo, herzlich willkommen. Ich mache momentan mein Abitur, also mein Fokus liegt auf jeden Fall auf dem Ehrenamt, der Schule, meiner Familie und meinen Freunden. Und dafür bin ich auch momentan sehr glücklich, denn ich habe schon unglaublich viel erleben dürfen in meinem Leben. Ich habe zwei Auslandsjahre machen dürfen, zum Beispiel einmal in Ungarn, einmal in Kanada, was mir am meisten gezeigt hat, wie wichtig Heimat wirklich ist und wie schön es ist, seine Heimat immer in seinem Herzen zu tragen und immer daran zu denken, wo man wirklich herkommt. Und das ist Heidesheim einfach für mich. Unter anderem habe ich sehr viel für das ZDF arbeiten dürfen, als ich mit 7 nämlich angefangen habe, Kinderreporterin zu sein und bei ganz vielen anderen Kinderserien dabei sein durfte. Dadurch habe ich gelernt, mit Verantwortung umzugehen. Ich stand sehr oft vor der Kamera und bin einfach unglaublich glücklich, so ein Vorbild für viele junge Mädchen sein zu dürfen. Und das ist auch mit meiner größten Motivation eigentlich, hier mitmachen zu dürfen, ein Vorbild zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Und dabei habe ich einfach unglaublich viel Spaß. Ich bin mein ganzes Leben hier in Heidesheim mit konkreten Plänen. Aber was machst du denn sonst in deiner Freizeit, wenn auch du nicht für die Erntemajestät kandidierst? Ja, also mein größtes Hobby, was ich auch schon seit Jahren ausführe, ist das Reiten. Da gehe ich regelmäßig hin und es macht mir super viel Spaß. Ich habe auch jahrelang ehrenamtlich beim GFZ Rhein-Main in Wackernheim die Reittherapien unterstützt. Hab dort für Leute mit Beeinträchtigung, also auch körperlich oder geistig, hab da die Therapie geführt und es hat mir immer mega viel Spaß gemacht, mit diesen Menschen zu arbeiten. Genau, also ich arbeite super gerne mit Menschen und Kindern zusammen und generell mit Tieren. Deswegen gebe ich aktuell auch noch in Sprendling Reitstunden für kleine Kinder und es macht mir super viel Spaß. Erzähl uns bitte, was du dir von dem nächsten Jahr erwartest.
Ja, also ich würde mich super freuen, Erntekönigin zu werden, weil ich mich schon immer total verbunden mit Heidesheim fühle und natürlich auch dem Erntedankfest. Ich war schon als kleines Kind immer beim Umzug dabei und beim letzten Wagenjahr war die Begeisterung schon immer ganz groß mit den geschmückten Blumen und den schönen Kleidern. Dann habe ich mir schon manchmal vorgestellt, wie es denn wäre, wenn ich vielleicht irgendwann mal da auf dem Wagen sitze und meine eigenen Autogrammkarten verteile. Unter den Zuschauern befanden sich viele Königinnen und Prinzessinnen, die aus dem Umland angereist waren. Die Zuschauer konnten mit diesen Karten abstimmen. Und lässt du den Merkeck rausdrucken, damit man sich merken kann, aha, das Seidung ist orange. Auf der Bühne ging es mit einem tollen Rahmenprogramm weiter. Da gab es zunächst den Zauberer Ralf Weber. Verwandeln. Ich gucke mal eben nach, ob schon was passiert ist. Oben ist noch nachweislich orange. Unten der Teig könnte schon gefärbt sein. Ja, hat sich schon gefärbt. Und die fünf jungen Schlagzeugkünstler aus Mannheim, die ohne Zugabe nicht von der Bühne gelassen wurden. Während der Auszählung der Stimmkarten gab es etwas zum Sehen und auch zum Staunen, denn es trat die Showtanzgruppe Just for Fun des CVFW Freiweinheim auf. Amelie, Nathalie und Luna haben sich uns präsentiert. Und dann der Höhepunkt. Hören und sehen wir doch einfach zu. Feinschätzend, irgendwie fehlt der Umschlag. Der Umschlag ist versiegelt, dass ihr das alles seht. Auch ich weiß nicht, wer die neue Erntekönigin sein wird. Die haben das gut zugeklebt. Muss man aufpassen. So, aber jetzt will ich nicht länger euch auf die Folter spannen. Die Erntekönigin 2023 heißt Luna Lierke. So, ein langer und aufregender Abend geht nun zu Ende. Wie fühlt ihr drei euch denn gerade? Erleichtert? Ja, auf jeden Fall erleichtert und sehr glücklich. Also, egal wie es ausgegangen wäre, sind alle happy, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, und dir, Luna, darf man ja heute nicht nur zum 18. Geburtstag, sondern auch zur Wahl zur Erntekönigin gratulieren. Dankeschön. Okay, wie kam es denn zu eurer Kandidatur? Also, was war eure Motivation? Ist das eher Kindheitstraum oder eine spontane Entscheidung gewesen? Hälfte der Hälfte. Also ja. Es war früher noch mein Kindheitstraum, dann habe ich diese Sache ein bisschen schweifen lassen und so. Und jetzt vor ein paar Wochen kam die noch aktuell amtierende bis Oktober Erntekönigin Lea zu mir und meinte so, ja Luna, wir suchen noch, wir brauchen noch. Und ich habe gesagt, ja komm, ich mach. Und auf einmal hatte ich eine Nachricht auf dem Handy, ja Luna, wann treffen wir uns? Und dann war ich so, okay, jetzt ist es zu spät. Und seitdem freue ich mich nochmal umso mehr drauf. Ja, bei mir ist es relativ spontan. Ich liebe es, mich einfach für Traditionen einzusetzen. Ich liebe es, eine ehrenamtliche Arbeit fortführen zu dürfen und das Ganze ein bisschen moderner gestalten zu dürfen. Deswegen freue ich mich am meisten auf diese Zeit mit den Mädchen. Ja, bei mir war es auf jeden Fall auch der Kindheitstraum. Also ich träume schon ziemlich lange davon. Und ja, auch so Familientraditionen werden wir. Okay, im anstehenden Jahr werdet ihr einen ziemlich straffen Zeitplan haben. Denkt ihr euch da so, das wird ganz schön anstrengend oder überwiegt die Vorfreude? Ich freue mich auf jeden Fall, vor allem nach der Corona-Pandemie. Das wird ziemlich geil, wenn ich das so sagen darf. Okay, und in der kommenden Amtsperiode, worauf freut ihr euch denn am meisten? Wisst ihr das schon? Erntedankfest. Ja. Und Fasnacht und Erntedankfest. Und das, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und ja, macht's gut. Dankeschön.